kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ja. Haben wir wieder 10 Minuten rumgebracht? Sind wir schon bei 40 Minuten? Muss immer noch eine Stunde drüber quatschen. Und ich habe bis jetzt noch kaum was über das gesagt, was im Video passiert. Ja. Wenn ich das richtig sehe, sind wir mittlerweile Level 56. Chrissy hat hier mal wieder einen Feuerelementar verbannt. Das mag er ja so gern. Ach ja, jetzt kommt dann gleich nach der Inni der schöne Part von Le Waiting Time. Weil das ist der Teil, in dem mal wieder 10 Minuten lang gar nichts passiert, weil wir in der Zeit auf den Inni-Invite warten müssen. Was irgendwie unverschämt ist, als Tank 10 Minuten warten zu müssen. Und das teilweise, weil die Ds fehlen. Aber gut. Was soll man machen? Wir sind auf jeden Fall noch gerade in der Inni, Schwarzfelstiefen, wieder mal im Lyzeum. Beim Fackeln aufsammeln. Muss mir dann sowieso mal schauen, ob für die nächste Aufnahme, dass wir da wieder eine Alternative haben, wie dass wir den Sound wieder richtig aufnehmen. Weil wenn die Webcam nicht mehr will, dann müssen wir wieder mal auf andere Mittel zurückgreifen. Eventuell müssen wir dann auch mal wieder in eine Aufnahme ohne Webcam machen. Wer weiß. Aber wenn sie den Sound nicht richtig aufnimmt, dann ist es leider auch nix. Aber man muss jetzt eben mal nehmen, was man kriegt. Wir haben diese 4 Level schon gespielt und wir können das jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Ich habe mir gedacht, lieber zeige ich euch das Material, quatscht da ein bisschen was dazu, bevor wir wieder eine Hangover-Folge machen müssen. Hier hat der Boss diesmal übrigens seinen Plattenhelm gedroppt, den ich vorhin ich glaube, vor mittlerweile 2 Folgen angesprochen habe. Je nachdem, wie ich die Folgen jetzt schneide. Aber ich denke mal, dass ich da wieder 20 Minuten Parts draus machen werde. Plus, minus. Eher minus. Weil dann geht's eher auf. Ja. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich sagen soll. Aber immer wenn ich das sage, fange ich danach an, irgendwas zu quatschen, wo ich dann wieder 10 Minuten von der Zeit rumreden kann. Mir ist da übrigens gerade aufgefallen, dass unser Panda-Shami in der Gruppe hier sogar ein Verstärker war. Ist mir beim Durchlaufen gar nicht aufgefallen. Weil ich ehrlich gesagt nie großartig auf unsere Gruppenmitglieder geachtet habe. Aber normalerweise fällt mir sowas immer auf, wenn irgendjemand mit einer Verstärkerskillung rumrennt. Ist ja schließlich meine Main-Skillung. Da kommt mir übrigens auch gleich mal wieder so eine kleine Frage auf. Hat euch eigentlich das Khagad Mythic Kill Video gefallen, das ich da hochgestellt habe? Und wollt ihr sowas häufiger sehen? Wenn ja, schreibt's doch bitte mal in die Kommentare. Dann mache ich auch für alle Mythic Bosse, die wir legen, ein Kill Video. Legt da ein bisschen Musik drauf. Ich weiß zwar nicht, ob ich nochmal Digimon drauflegen kann. Oder ob ich diesmal was anders nehmen muss für den nächsten Kill, aber der ist sowieso noch ein bisschen weiter weg, der nächste Kill. Da wir ja jetzt momentan erstmal Schwarzfelsgießerei Progress raiden, bevor wir im Hochfels irgendwie großartig weitermachen. Im Hochfels haben wir ja momentan nur Khagad gelegt. Zu mehr sind wir nicht mehr gekommen, bevor die Schwarzfelsgießerei raus ist. Leider.
Aber gut, was will man machen? Man nimmt, was man kriegen kann. Die Ini haben wir jetzt relativ schnell gemacht im Vergleich zum letzten Mal. Gut, wir hatten aber auch keinen Vibe drin. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste jetzt der Teil. Entschuldigung. Müsste jetzt der Teil kommen, in dem wir mindestens 10 Minuten auf den Ini-Invite warten mussten. Heißt, eine Menge Wartezeit, die jetzt überbrückt werden muss. Und ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Und ich sage trotzdem die ganze Zeit irgendwas. Aber so ist das nun mal. Da sitzt irgendein Typ vom Mikro, labert Scheiße rein, weiß nicht, was er sagen soll, spielt mit irgendwelchen Sachen rum, die hier so blöd rumliegen, wie ich zum Beispiel jetzt mal hier mit diesem Pokéball da, den ihr nicht sehen könnt, lege ich ihn lieber mal wieder weg. Bevor noch was passiert. Dann bin ich hier, glaube ich, gerade wieder am Inventar aufräumen. Muss ja auch immer wieder mal gemacht werden, gerade wenn man noch so relativ kleine Taschen hat. Fürs Low Level reichen die 16 Platztaschen zwar, aber ja. Gerade bei meinen Charakteren, die schon über Level 90 sind, merke ich schon ganz deutlich, 16 Platztaschen sind da definitiv nicht mehr genug. Da braucht man schon was mit 20 plus. Auf meinem Shami geht's einigermaßen, der hat 4 28 Platztaschen. Die Bank könnte ich zwar noch ein bisschen weiter ausstatten, aber gut. Mein Charmy trägt doch einen Haufen Zeug mit sich rum. Ich muss da eigentlich direkt mal wieder zu irgendjemandem in die Verzauberungsbude reingehen und mal das ganze Zeug entzaubern. Dann habe ich, glaube ich, schon wieder mindestens eine halbe Tasche mehr Platz. Weil ich habe momentan, glaube ich, ziemlich viele Epics angestaut bei mir. Naja, muss ich demnächst mal wieder jemanden fragen. Ob ich mal bei ihm in die Verzauberungshütte rein darf, bei seiner Garnison. Und das ganze Zeug entzaubern. Ein paar Kristalle sollten da schon wieder bei rauskommen. Ach ja, jetzt fällt mir noch wieder was ein. Nachdem mir das Pflanzen gegen Zombies Let's Play. Ja, schon wieder. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, ist das Ganze schon auf jeden Fall vorbei. Wir sind ja jetzt mittlerweile in der dritten Folge von dieser Aufnahme. Das bedeutet, ja, dass mittlerweile sogar die erste Folge von der Advance Wars Dual Strike Advance Kampagne da sein müsste. Die Playlist hat man ja so, glaube ich, schon ein paar Wochen vorher gesehen. Allerdings konnte man sich keine Videos da drin ansehen, da alle Videos drin privat waren. Ja, die werden erst nach und nach freigeschalten. Immer wieder Dienstag, 16 Uhr. Eine neue Folge von Advance Wars Dual Strike, die Advance-Kampagne. Ich gehe in diesem Spiel ja auch nicht mehr auf die Story ein, sondern mache einfach nur noch. Weil es einfach nur noch um der Herausforderungswillen ist. Weil, ganz ehrlich, was soll ich noch groß auf die Story eingehen, wenn sie zum einen nicht mehr wirklich viel Sinn macht und zum anderen, wenn wir sie schon hatten. Ich glaube, ich werde nur eine einzige Sache nochmal machen, und zwar das alternative Ende nochmal zeigen. Aber das ist auch schon ziemlich alles, was ich machen werde. Wobei, bei dem alternativen Ende ist auch nicht wirklich so viel anders. Da ändern sich, glaube ich, zwei, drei Zeilen im Dialog und das war's. Und da kam schon wieder ein Instance-Invite.
War das doch nicht der mit den 10 Minuten? Dann war die fünfte Inni die mit den 10 Minuten. Habe ich mich ein kleines bisschen vertan. Oder ich habe jetzt 10 Minuten gelabert, ohne dass ich es gemerkt habe, aber das glaube ich jetzt weniger. Nee. Der richtig lange Inni-Invite, der war wirklich der letzte. Und surprise, surprise, es sind mal wieder die Schwarzfelstiefen. Mittlerweile das vierte Mal, dass wir hier sind. Das dritte Mal in dieser Aufnahme. Diese Inni wird niemals langweilig. Yay! War ja nicht genug, dass wir in der letzten Aufnahme schon ziemlich die komplette Aufnahme in dieser Inni drin waren. Hat ja nicht gereicht. Zusätzlich dazu, dass es ein ziemlich chaotischer Run war. Vor allem wegen, naja, gewissen Leuten, die immer wieder mal gefailt haben. Möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich denke, ihr wisst sowieso, wen ich meine. Ihr habt es ja gesehen. Ach ja. Da habe ich noch ein monströses Ei für den Dunkelmond-Jahrmarkt bekommen. Und ich weiß schon wieder nicht, was ich sagen soll. Aber das ist irgendwie das, was ich am häufigsten sage hier. Aber versucht ihr mal, einfach mal unvorbereitet über 1,5 Stunden lang über irgendwas zu labern. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil zurzeit auch nicht unbedingt so viel los ist, beziehungsweise alles, was los ist, bin ich eigentlich schon losgeworden. Verdammt, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Normalerweise kommt mir immer was, wenn ich sowas sage. Aber gerade nicht. Da muss man mal wieder improvisieren. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Wir sind mal wieder in der Gruft der Beschwörer. Mal wieder bei den sieben Zwergen. Da war unser Hunter irgendwie ein bisschen abwesend. Da war es mir aber auch egal, ich habe da einfach den Bosskampf gestartet. Habe ich mir gedacht, ja komm, wenn er nicht da ist, hat er Pech gehabt. Wenn er schon so eine Face-Roll-Klasse spielt, dann soll er wenigstens da sein. Zudem lässt sich das Ganze problemlos mit einem DD weniger bewältigen. Zudem scheinen sie übrigens die Mana-Probleme im Low-Level-Bereich beim Paladin etwas gefixt zu haben. Denn wenn ihr euch erinnert, in der letzten Aufnahme ist es mir gelegentlich passiert, dass ich auf einmal out of Mana war. Sie haben auf jeden Fall die Mana-Regeneration vom Schutzpaladin ein gutes Stück angehoben. Er geht jetzt im Low-Level nicht mehr um, was gut so ist. Denn es ist nicht Sinn und Zweck eines Tanks auf seinen Mana aufpassen zu müssen. Das müssen eigentlich nur die Arkanmagier, die Heiler und vielleicht ein bisschen die Demo-Hexer. Aber sonst niemand und erst recht nicht die Milis.
Mussten sie früher vielleicht mal. Aber spätestens mit Kataklysmen wurden sämtliche Millimana-Probleme sowieso abgeschafft. War nicht mehr zeitgemäß. Die Klassen haben dafür andere Ressourcen bekommen. Und da war ein schöner 666er Hit. Und das von dem Paladin. Tja, so kann's gehen. Und verdammt, ich hab Hunger. Ich sollte mir demnächst irgendwas zu essen holen. Mal schauen. Wie viel habe ich denn noch zu quatschen? Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Das heißt, ich muss noch immer gute 40 Minuten. Verdammt. Aber immerhin, ich bin schon über der Hälfte. Das ist doch schon mal etwas Ermutigendes. Sonst muss ich mir jetzt sowieso noch überlegen, was ich heute noch mache. Also außer dem üblichen Zeug, also Garnisonen abfarmen, paar Indies mit meinem Hexer machen, damit er wieder ein paar EP kriegt. Und eventuell, ja, wer weiß, vielleicht nehme ich heute auch Advanced Wars Dual Strike weiter auf. Wobei ich da immer noch so viele Folgen im Vorrat habe, dass sich das nicht wirklich lohnt. Was heißt nicht lohnt? Ich müsste halt, ich schaffe mir da immer nur sehr viel Luft nach oben. Die Bosse fallen auch immer schneller um. Ja. Da sind wir auch schon wieder im Raum vom Endboss. Wenigstens muss man den nicht mehr komplett umhauen. Also früher musste man ja alle Mobs in diesem Raum töten, weil man damals, wenn man den Boss gepult hat, sind alle Mobs, die in diesem Raum noch gelebt haben, mit in den Kampf gekommen und ja, einen Bosskampf zur damaligen Zeit unnötig zu erschweren, war dämlich. Die waren damals eh schon schwer genug. Nicht wirklich mechaniktechnisch schwer genug, aber sie haben halt einfach ziemlich viel Schaden gemacht und ja, den Heiler und den Tank ganz schön auf Trab gehalten. Und da die DDs auch damals nicht wirklich so viel Schaden gemacht haben, haben die Kämpfe entsprechend lang gedauert. Muss man mal so sehen. Instanzen hatten damals einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad. So intuitive Bossmechaniken waren damals nicht wirklich drin, aber es war einfach nur sehr viel Schaden. Und die Bosse hatten sehr viel Leben dafür, dass sie DDs so wenig Schaden gemacht haben. Und ach ja, da ist ja noch ein Epic gedroppt beim Endboss.